So, willkommen Freunde zum siebten Teil. Was haben wir letztes Mal am Ende falsch gemacht? Das habe ich jetzt rausgefunden. Eigentlich bin ich nur blind gewesen. Wir sind ja die ganze Zeit hier auf der Erde. Erde ist soweit durchgezockt. Wir mussten umstellen aufs Wasser. Und er sagte ja auch, das Asyl des Peinigers sollen wir zocken. Das ist quasi die empfohlene Mission und die machen wir jetzt auch. Und das hatte ich letztes Mal übersehen. They live to dominate others and inflict pain. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass wir nicht, also dass das Ganze nicht einfacher wird. So, ich habe mal geguckt, ob wir noch ein paar Punkte oder Fertigkeiten haben. Aber das ist nicht der Fall. Ja, kommt wahrscheinlich noch. Scheinen jetzt auch andere Kreaturen zu sein. Okay, es ist natürlich bei der Wasserwelt hier normal. Ja, kann sein, dass sie ein bisschen widerstandsfähiger sind. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es bleibt dabei, da wo der Hammer hinschlägt, da bleibt nicht viel. Der Hammer hat richtig Kraft, richtig Dampf. Quasi ein Dampfhammer. Sehr gut. Ah, die Farben sind sehr nice wieder. Das zeichnet das Spiel ja auch so aus, finde ich. Naja, kriegen wir den? Oder verpassen wir uns ein? Ich habe sogar geschafft, dass ich ihn quasi so K.O. gehauen habe, dass ich ihn gleich erledigen konnte. Sehr gut. Ja, die alte Krabbe hier, die willst du auch wissen. Oh, nächste Stufe, sehr gut. Kommen wir bei der nächsten Stufe eigentlich auch wieder einen Punkt? Fertigkeit? Ja, sehr gut. Was ist denn eigentlich hier? Wenn wir alle voll haben, gehen wir dann wahrscheinlich in die Stufe 2. Oder kann man direkt schon in die 2 gehen? Nee. Ich hätte mir die ein bisschen schwerer vorgestellt. Ja, er ist hier ein zäher Bursche. Naja. Noch ein bisschen blöd geguckt hat er. Aber also als richtigen Gegner kann ich den auch nicht ernst nehmen. Na, hier oben geht's weiter. Another seal. I can shatter it if you gather enough energy for me. So. We're in luck. There are rich Ethereum sources close by.
Die Arterionquellen. Weil hier komme ich nicht lang, das ist noch ein bisschen blöd. Aber das finde ich ein bisschen schade, dass unser Held nicht sparringen kann. Wobei, Vorteil ist natürlich, man kann sehr gut ausweichen. Naja, man kann sich drehen. Aber besser als gar nichts. Hier wird er gefangen gehalten. Sehr gut. Ich habe gedacht, diese gelbe Krabbe, die da gefangen gehalten wurde, die mich da angegriffen hat. Ich dachte eben, ich habe irgendwas gehört von meinem Vater und der ist in so einer Blase gefangen. Und ich habe echt gedacht, das ist, ja, quasi mein Vater. Aber das war nur eine Krabbe. Nix, Vater. Der Falter, ey. Oh, Nahkampf-Banause. Sehr gut, den haben wir auch erledigt. Das ist eine Krabbe. Ich dachte, das wäre mein Vater irgendwie in so einer Glasglocke. Oh, wer weiß, was ich da verstanden habe. Guckt aber auf ihn, Ölgötze hier. Sehr gut. Auch krass, dass die mich noch angreift, obwohl ich sie hier eigentlich befreit habe. Aus ihrem Gefängnis. So. Spiegelbrecher zu 66% geladen. In die Richtung. Da müssen wir auch nicht alle platt machen. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, ja? Ja, der hat sich den Rücken zu mir gedreht, das war natürlich ein Fehler. Jetzt haben wir ihn, sehr gut. Kann natürlich aufpassen hier, der ist auch nicht ganz ohne. Eieiei, wer ist er denn? Aber mit dem Hammer.
funktioniert das auch ganz gut. Ich denke mal, den müssen wir auch so packen. Ja, super, jetzt kommt sie wieder an. Well done, Orin. Let's return to the asylum. Sehr gut. Jetzt geht's ja weiter. Energiesäge. Entsiegel das, das Tor des Asyls. Ich weiß nicht, warum ich das hier so schlecht lesen kann. Ich bin ja im Vorlesen eigentlich gar nicht so schlecht, aber weiß nicht, was hier los ist. Wahrscheinlich die Art der Schrift oder so. Ich habe keine Ahnung. Entsiegel das Tor des Asyls. Machen wir das doch mal. Ich entsiegel dich. Tor des Asyls. Let's see what's inside. Ja, das die ist ja wieder sehr optimistisch. The power source is through those doors. Understood. Oh. Be on your guard. These are not just statues. I'm ready. Nur die, die eine Verbindung haben, muss ich quasi platt machen. Okay. Das sollte machbar sein. Viel bleiben dem komischen Kopf hier oben nicht mehr. Weiß nicht, ob das nicht ein Fehler war, sich mit mir anzulegen. Den einen hat es gleich zerrissen. Den anderen hauen wir jetzt um. Ja. Und jetzt kommt der Kopf selber, oder? Wem holt er denn jetzt? Ach, da ist noch jemand. Ah, nur einen gefunden. There's evil here. Ich spüre etwas Böses, ja. Oh, das Gesicht sieht ja jetzt ganz anders aus. Was ist denn hier aus? Auch schön. Schöne Statue. Ah, jetzt geht das schon wieder von vorne los. Gucken, wen man hier auserkoren hat. Achso. Die Energie wieder schön einsammeln, ja? Okay, mit den kleinen Biestern brauchen wir nicht kommen, die
Die klatschen mal ganz locker mal weg. Na, die machen wir auch platt. Na, das ist einer mutig. Ja, komm schon. Gottchen. Hätte aber bessere Gegner nehmen müssen. Willst du aber wissen hier? Er wird hier wahrscheinlich Mitarbeiter des Monats oder so. Oh, jetzt bleiben ja nicht mal viele über. Die beiden und das Kerlchen hier. Die Kraft von dem komischen Kopf auch nichts mehr. Orin, something just woke up. Jetzt doch mal wieder in die Richtung laufen. Aber da haben wir das Böse ganz gut bekämpft. Schlecht. Oh, in die Richtung soll ich gehen. Ich wollte erst geradeaus gehen. Dass sie immer alles zum Lavaboden machen hier. Eieiei. Der Typ ist übel. Mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Ist aus dem Feuer raus. Ist aber auch gut zu wissen, dass der auch ohnmächtig wird von unserem komischen Schild.
scheint ihn hier nicht zu beeindrucken. Ich dachte, jetzt haben wir eine. Jetzt müssen wir aber kriegen. Doch zwei Energieanzeigen. Sehr gut. Das war doch mal ein Fight. Den haben wir es aber gegeben. Einmal Gesundheit für mich. Ja. Okay, den können wir nicht retten. 15 Meter nach oben, ja. Die Frage ist, wie kommen wir nach oben? Gibt es hier eine Treppe oder so? Ah. Habe ich doch alles richtig gemacht. Ich dachte schon, ich muss da irgendwie eine Treppe hochklettern oder so. To Lunara. Landungsmission abgeschlossen. Sehr gut. Mission abschließen. Jawohl, Freunde. Das war doch mal mega geil. Dann würde ich auch sagen, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Lasst mal ein Like da. Schreibt mal einen Kommentar, wie geil ihr das Game findet, und dann sehen wir uns in eines der nächsten Videos. Bis dahin.